Ein bisschen habe ich mittlerweile schon weitergespielt, neue Tiere aufgenommen und, oh, irgendwas ist gerade passiert. Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu My Fantastic Ranch. Hatte ich eigentlich beim letzten Mal, ja doch, ich hatte den Titel gesagt. Wir haben so viel zugehört, dass ich selber gar nicht viel zum Reden gekommen bin. Hugo hat ein neues Abzeichen. Er hat jetzt diesen Besen. Scheinbar hat der Besen doch was mit dem Training zu tun. Wirkt auf jeden Fall für mich so. Also ich habe jetzt noch eine Sattelkammer oder zwei Sattelkammern gekauft. Und ich habe auch noch weitere Stallungen gebaut. Das hier ist ein weiterer Drache. Und das hier ist noch ein Einhorn. Das Einhorn, das kennt ihr ja schon. Adoptiere ein Einhorn. Oh ja, ich weiß, dass der momentan... Das hier finde ich voll cool. Wobei Rainbow Cosmos ist auch toll, aber ich glaube, Win Mitternacht finde ich nochmal cooler. Sie haben beide die gleiche Art, dieses Sonnensymbol. Jetzt müssen wir Deko-Gegenstände platzieren. Drachen kann ich nicht mehr adoptieren, habe ich keinen mehr. Wir können zwar für 500 Diamanten die Auswahl aktualisieren, aber wir haben schon Samstag, wenn ihr mal oben rechts guckt, wir haben nämlich tatsächlich auch eine Woche. Oh, Unterricht beginnen. Schicken wir sie auf einen Drachen und ihn auf ein Einhorn. Zack, starten. Wir haben nämlich eine Woche und zum Wochenende bekommen wir immer, oh, da kommt unser neues Einhorn, bekommen wir immer einen Wochenbericht, wie viel wir ausgegeben haben und so. Oh, hier, schickes Tierchen. Ist ja voll goldig. Oh, das Geräusch. Sie ist mega niedlich. Kann ich sie mir auch anschauen in groß? Ja. Win Mitternacht. Ach, voll cool. Aber die können scheinbar auch noch andere Fähigkeiten bekommen. Ein Stern war das. Ah ja, guck mal, durchs Training. Durchs Training. Oh, wie süß. Oh mein Gott, es wälzt sich. Oh, es ist süß. Ich liebe es. Es ist einfach so goldig. Mega niedlich. Ich kann auch noch die Zeit... Ah, die Zeit war irgendwie... Ich glaube, ich habe die mal irgendwie aus Versehen schneller gestellt. Oh, keine Snacks mehr da. Aber ihr seht auch, ich habe ein bisschen Geld dazu bekommen. Wenn wir Level 3 erreichen, dann können wir endlich auch Wege bauen. Und ich überlege, ob ich vielleicht noch einen weiteren Dressurplatz hier hinten hinbauen sollte. Ich glaube, hier mache ich wirklich so ein bisschen den Stalltrakt. Hier baue ich, glaube ich, noch eine Sattelkammer hin und die drehe ich so rum. Warum kann ich da nichts hinbauen? Das weiß ich nicht. Ich spiegel das jetzt einfach mal, was ich auf der anderen Seite gebaut habe, würde ich sagen. Ach, ich kann nicht mehr davon bauen, oder wie? Scheinbar nicht, aber ich glaube, ich kann die Gebäude auch irgendwie aufwerten. Hieß es doch. Aber zumindest weiß ich noch nicht genau, wie. So, der Sonntag ist vorbei. Wochenende, hoch die Hände, Wochenende. Beziehungsweise es ist ja schon vorbei. Und jetzt seht ihr halt, wir haben 2650 ausgegeben, 2705 eingenommen. Ist okay. Und ihr seht, der Profit ist steil angestiegen. Kreaturenzufriedenheit ist eigentlich auch soweit okay. Schülerzufriedenheit ist auf dem Tip-Top-Level. Da kann man sich definitiv nicht beschweren. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ich sollte vielleicht jetzt auch nochmal einen neuen Mitarbeiter einstellen. Ah, wir müssen noch ein Mitarbeiterbüro bauen, um mehr Mitarbeiter hier aufnehmen zu können, einstellen zu können, wie auch immer. Warte mal, das hier. Ah, guck mal, wunderbar, das kann ich verschieben. Dann stelle ich
den nämlich jetzt dahin. Oh, wir haben unsere erste Stallgasse. Oh, es ist ja. Ha, es ist ja fantastabulös. Und da kommt ein zweites Mitarbeiterbüro hin. Warte mal, beginne Unterricht. Ist wieder zeitlich begrenzt. Er ist auf jeden Fall. Oh, sie ist richtig mad. Warum? Weil sie lange warten musste oder warum? Ach, guck, die Georgina ist auch wieder da. Ich bräuchte aber jemanden, der auf ein Einhorn mag, weil. Ja. Meine Drachen waren jetzt nicht so richtig gut drauf. So, warte mal, neuen Mitarbeiter einstellen. Ja, der hat jetzt auch die gleiche Eigenschaft. Kann ich jetzt eigentlich... Nee, also ich bräuchte tatsächlich mehr Stallungen, mehr Dressurplätze. Und ich glaube, ich brauche mal noch eine Scheune. Jetzt haben wir auf jeden Fall mehr Futter. Und wir müssten jetzt... Der Stall ist noch nicht belegt. Genau, guck mal, wir haben auch wieder neue Tiere. Menionebel. Feuerdrachen haben wir schon. Eisdrachen haben wir, glaube ich, noch nicht. Dann nehmen wir den auf. Kann ich eigentlich auch die Tiere in den Stallungen verschieben? Ich kann sie auf die Weide bringen, ja. Aber ich glaube, ich kann sie nicht verschieben. Ansonsten hätte ich vielleicht eine Seite Einhörner gemacht, eine Seite Drachen, aber... Noch so eins. Nee, aber das schickt jetzt erstmal, hätte ich gesagt, oder? So, platziere Deko-Gegenstände. Lasst uns mal gucken. Deko-Gegenstände. Relax-Bank. Keiner kommt vorbei, Zaun. Das sind die einzigen Sachen, die ich gerade aufstellen kann. Jetzt muss ich mal gucken. Halt, jetzt muss ich mal gucken, wo ich die... Ach, guck, dann geht nur ein bisschen was von dem... Oh, voll cool. Dann geht nur ein bisschen was davon, von der Bepflanzung weg. Guck mal, da können wir auch eine hinstellen. Kann man den Pferden auf der Weide zuschauen. Ist doch hier auch ganz schön. In der Dressurarena steht schon ganz viel. Und dann stellen wir da noch eine Bank hin und direkt daneben noch eine. Und da kommt noch eine hin. Yay! Und damit haben wir Level 2 erreicht. Wir haben das Zielübungsgebiet noch freigeschaltet und den rundum schöner Brunnen. Okay. Ich kann aber jetzt immer noch keine Wege bauen, glaube ich. Nee, genau. Dafür muss ich 3 erreichen. Zielübungsunterricht abschließen. Ja, müssen wir erstmal so ein Zielübungsgebiet platzieren. Es wäre vielleicht sinniger, wir packen das hier in die Nähe. Aber hier ist halt eine... Ja, hier ist aber nicht so viel Platz. Wahrscheinlich habe ich meine Sachen einfach nicht schlau genug platziert. Ich glaube aber, ich baue das trotzdem hier hin. So, das kannst du jetzt mal machen. Sie ist richtig mad. Sie möchte gerne auf einen Drachen. Er ist gut drauf, also packen wir die zusammen. Die Georgina... Die packen wir auf Mitternacht. So. Jetzt zeigt mal, was ihr könnt. Oha, hier.
ist süß. Also es ist echt, ich finde es richtig goldig. Ich bin mal gespannt, wie viel Tiefgang das Spiel letzten Endes hat. Drache. Erst tippitoppi drauf. Warum geht es meinen anderen Einhörnern nicht so gut? Dann machen wir da jetzt erstmal eine Einzelstunde. Wo kann ich nochmal sehen, was die brauchen? Peachwald. Bisschen Futter, ein bisschen mehr Energie. Aber sonst sieht das doch eigentlich gut aus. Warum geht es ihm nicht so gut? Oha, hier die Attrappe. Wir konnten sie aber schnell wieder einfangen. Bewegliche Ziele sind dann scheinbar nicht so ganz ihrs. Müssen sie noch ein bisschen üben. So, die beiden hier sind jetzt gerade auch wieder in der Zielübung. Warum spucken die eigentlich Feuer, wenn es Eisdrachen sind? So, ich habe nämlich in der Zwischenzeit noch ein bisschen Zielübungsschießen, Zielübungsunterricht abgeschlossen. Das ist jetzt der dritte und letzte. Und wenn der rum ist, dann sind wir Level 3, Leute. Dann sind wir Level 3. Kann ich eigentlich mal gerade so ein bisschen beschleunigen? Weil dann können wir endlich auch Wege bauen. Wuhu! Fahrt und gemütlicher Schlafsaal. Glückwunsch! Du hast gerade die Schlafseele freigeschaltet. Schüler können bezahlen, um sich anzumelden und mehrere Wochen auf der Ranch zu verbringen. Will sich ein Schüler anmelden, erscheint eine Anmeldungsanfrage auf deinem Bildschirm. Aber pass auf, die Plätze sind begrenzt. Angemeldete Schüler können an Turnieren teilnehmen. Dazu musst du einen Turnierclub bauen. Du findest ihn im Katalog. Okay. Okay, okay. Oh. Ich glaube, den Pfad, den baue ich einfach schon mal so. Gemütlicher Schlafsaal. Ach, das Ding ist nicht so groß. Also es könnte krasser sein. Ach, der Weg ist in die, geht in die Richtung. Da habe ich die Bank gebaut. Dann setze ich den mal dahin. Muss ich hinterher mal gucken, wie ich das mit dem Weg alles mache. Und wo finde ich jetzt den Turnierclub? Noch gar nicht. Dafür muss ich erst Level 4 erreichen. Zwei Schüler muss ich auf der Ranch anmelden und ich muss als nächstes die Wege bauen. Genau. So. Aber ich glaube, die Wege, die baue ich dann im Off. Und dann gucke ich, dass ich vielleicht bis dahin auch nochmal so ein bisschen was von den Aufgaben hier fertig mache. Und ja, wenn ihr mögt, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Würde mich freuen. Bis dahin. Tschüss.